Herr Professor Schneider, erstmal herzlichen Glückwunsch. 10 Jahre Institut für Allgemeinmedizin an der Technischen Universität München. Sie waren der erste Professor in Bayern mit dem Lehrstuhl Allgemeinmedizin. Wie ist Ihre Bilanz? Ja, also persönlich bin ich wirklich sehr zufrieden. Gerade in letzter Zeit sind uns wirklich tolle Sachen gelungen. Mein persönliches Anliegen ist ja, die Lehre zu stärken, Studierende für das Fach zu begeistern, aber auch gute Forschung zu machen, um den Gehalt unseres Faches aufzuzeigen, auch selber noch ein bisschen in der Praxis zu arbeiten. Und gerade im Bereich Lehre ist uns gelungen, ein großes Projekt einzuwerben, eine Förderung vom Bayerischen Gesundheitsministerium, beste Landpartie Allgemeinmedizin, mit der wir die Studierenden für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, für die Hausarztmedizin im ländlichen Raum zu begeistern. Hier kooperieren wir mit den Krankenhäusern in Dillingen, Mühldorf, Eichstätt und Kösching im Altmühltal mit den dortigen Hausärzten, um die Studierenden für das Fach zu begeistern. Und das ist auch verknüpft mit einem Stipendienprogramm. Also da bin ich wirklich sehr stolz drauf und freue mich drüber. Und kürzlich haben wir auch die Förderzusage bekommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, dass wir ein Forschungsnetzwerk in Bayern entwickeln können, zusammen mit den anderen 3 Lehrstühlen in Bayern, wo wir über 200 Hausarztpraxen für die Forschung qualifizieren werden. Der Bayerische Hausärzteverband sagt immer wieder, man braucht unbedingt Lehrstühle für Allgemeinmedizin, um die Studierenden frühzeitig mit der Allgemeinmedizin in Kontakt zu bringen. Sie blicken jetzt auf 10 Jahre zurück. Wie ist da Ihre Bilanz? Ich denke, dass Lehrstühle wirklich notwendig sind. Das zeigen sogar jetzt externe Analysen, dass Studierende der TU stärker dem Fach Allgemeinmedizin zugewendet sind als an den anderen bayerischen Universitäten im Durchschnitt. Sogar auch ein bisschen mehr in den ländlichen Raum gehen würden. Also ich denke schon, dass Lehrstühle für Allgemeinmedizin das Fach sichtbar machen und die Studierenden nachhaltig für die Hausarztmedizin begeistern können. Jetzt sind Sie Professor und damit vom Fach. Was sind die wesentlichen Punkte? Warum sollen Studierende sich für die Allgemeinmedizin begeistern? Also aus persönlicher Sicht, weil einfach das Fach an sich Spaß macht. Man ist für den ganzen Menschen da, für die Familien, für die Gemeinschaft, hat einen sehr abwechslungsreichen Beruf mit einem breiten medizinischen Wissen und Herangehen. Es macht einfach auch Spaß, der echte Allrounder sein zu können. Herr Professor Schneider, vielen Dank.